Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Baldur's Gate 3. Und wir haben letztes Mal den Druiden hier befreit. Das war ein relativ harter Kampf, wie man sehen kann. Hier unsere Zauber sind alle schon ziemlich aufgebraucht. Ja, er hat nicht viel Zauber. Faule Sau. So, was macht ihr denn? Wir haben alles gelootet, wenn ich mich richtig erinnere. Die Festchen hier, ja, anscheinend. Haben wir auch gelootet. Genau. Und, genau, wir haben aber noch nicht mit dem Druiden geredet. Mit dem Halsen, den wir hier befreit haben. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Und dann sehen wir gleich, ob er uns was Wichtiges zu sagen hat. Momentchen, ich mach hier noch kurz was. Also dann. Achso, Moment, wir können auch vorher leveln. Echt, leveln wir erst, bevor wir ihn anquatschen. Wir haben ja Zeit, ist ja nicht so, dass da vorhin Goblins weggerannt sind, die Alarm geschlagen haben oder so. Das wäre natürlich dann doof, aber wir haben ja Zeit. So. Ja, dann leveln wir doch einfach mal erst. So, wir können unsere vorbereiteten Zauber ändern, natürlich. Wobei ich die eigentlich so lassen würde. Wir bekommen einen Zaubertrick dazu. Vorteil bei Einschüchterungs- und Auftretenwürfe. Was gibt's denn noch? Nichts. Okay. Ja, dann fällt. Ups. Dann fällt die Wahl nicht schwer. So. Nehmen wir das einfach mal. Neues Talent. Was kann man denn auswählen an Talenten? Attributsverbesserung? Und 2 oder... Hä? Erhöhe einen Attributswert um 2 oder 2 Attributswerte um 1. Achso. Über 20 können sie nicht erhöht werden. Also 20 ist das Maximum, okay. Was gibt's denn sonst so für Talente? Athlet. Erhöhe Stärke oder Geschicklichkeit um 1. Wenn du liegst. Kostet Aufstehen weniger Bewegung. Ah. Wenn du in einem Nahkampfangriff angegriffen wirst, setzt du deine Reaktion ein, um deine Rüstungsklasse zu erhöhen, sodass du einfach möglicherweise. Aha. Schwer gerüstet. Erhalte Übung im Umgang mit schwerer Rüstung und erhöhe deinen Stärkewert um 1. Aha. Magie wie zum Magier, was macht das? Erhalte einen Zauberplatz des ersten Grades, der nach einer langen Rast wieder zur Verfügung steht. Erlerne 2 Zaubertricks und einen Zauber des ersten Grades von der Magier-Zauberliste. Okay, wir sind nicht so intelligent, das bringt uns glaube ich gar nichts. Magier-Novize Kleriker, das wäre vielleicht interessanter für uns. Leichtfüßig, mittelmäßig gerüstet, Schildmeister. Was macht Schildmeister? Erhalte einen Bonus von plus 2 Rettungswürfen, Geschicklichkeit. Und ein Schild führst, wenn ein Zauber auf dich. Aha. Oh, das ist auch nett. Schildmeister wäre nett. Geübt. Aha, da kann man quasi nochmal ein paar Fähigkeiten dazu sich auswählen, in denen man geübt ist. Ist auch cool. Schildmeister fände ich interessant.
Oder Magier-Novize fände ich interessant. Ich glaube, Magier-Novize ist fast für uns jetzt noch sinnvoller. Na, Attributsverbesserung ist natürlich cool. Ich mach mal Marino-Vize. Können wir dann trotzdem noch. Ah, schau, da können wir ein Ding auswählen. Aber wir können keine weiteren Attribute vergeben, obwohl wir jetzt Stufe 4 werden. Das heißt, wir müssen uns entscheiden zwischen Attributen. Und Zauber. Was könnte ich denn da wählen? Keine. Okay. Aha. Und hier könnte ich noch einen vorbereiten. Ich würde die Karte. Ist Attributsverbesserung doch nicht so schlecht. Aber vielleicht nicht Stärke. Sondern 2 in Weisheit. Oder noch einen in Geschicklichkeit. Es gibt ja leider kein Talent, was die Rüstungsklasse an sich erhöht, oder? Defensive Brillant, das war's nicht, das war. Genau. Achso, doch. Erhöht die Rüstungsklasse, aber um wie viel weiß man nicht. Steht nicht dran. Aber das ist ja. Also entweder, ich würde sagen, mehr Zauber, wobei uns das nicht so viel bringt jetzt. Oder doch die Attributsverbesserung. Oder halt Schildmeister finde ich eigentlich auch ganz cool. Wobei es halt Rettungswürfe. Nee, komm, wir machen. Wir machen die Attributsverbesserung, dann wirken unsere Zauber besser, wenn wir da auf Weisheit gehen. Genau. Und vielleicht haben wir bei ein paar Würfelwürfen auch ein bisschen bessere Karten und so. Deswegen, wir nehmen mal Weisheit. Das passt noch alles, das, ja, das lassen wir mal so. Zack. So, wir haben einen Grad 3 Zauber dazu gekriegt, oder? Ja, Grad 2. Wir haben 3 Grad 2 Zauber jetzt. Genau, das ist sehr schön. Natürlich erst. Der hat ein bisschen rumgerülpst hier gerade. Erst muss man natürlich dann rasten. Aber das ist schon ganz gut so. So. Zieh. Kommt auch einen anderen Zaubertrick, Licht. Licht oder das andere? Das funktioniert, glaube ich, nur auf sich selbst, oder? Dieses Traumat. Warte, ich schau mal kurz. Kann man das auch auf andere wirken? Ist das hier? Ah ja, da. Nö. Okay. Geht nur auf sich selbst. Das heißt, bei ihr könnte das sogar Sinn machen, dass sie das kann. Dass sie ihn Charisma-Wert ziemlich gut hat.
Ja, okay. Geht so, ne? Aber Licht bringt halt auch nicht die Welt. Ich lass mal. Ich lass das mal so. Attribut oder vielleicht. Ich probiere das mal, wenn wir hier jetzt sagen, sie kriegt jetzt mehr Zauber. Ich will das mal einfach anschauen. Dann kann sie nämlich auch gleich den anderen Zaubertrick lernen noch. Genau, da geht es nämlich noch Licht dazu und hier irgendwie können wir noch einen anderen Zauber vorbereiten. Ich weiß gar nicht, die müssen wir eh noch umstellen dann wahrscheinlich. Nochmal mal Wunden verursachen oder so. Okay. Man kann leider die Attribute nicht mehr so erhöhen. Jetzt wüsste ich gern, ob das in dem. Also. Oder war es alle 5? Ich glaube, man kriegt erst alle 5 Stufen einen Attributspunkt, oder? Ja, Hexenmeister. Ja, viel Charisma, genau. So rum war das. Ersatzzauber. Ach ja, man kann ja welche austauschen. Nebelschritt finde ich ganz gut. Wie halte ich? Höllischer Tadel. Da muss halt getroffen werden dafür. Finde ich jetzt eigentlich nicht so cool, weil ich will eigentlich nicht, dass die Leute getroffen werden. Könnten stattdessen einen Hexenpfeil vielleicht reintun. Oder den raschen Rückzug oder sowas. Person bezaubern ist vielleicht gar nicht so schlecht. Falls wir mal unbedingt jemanden überzeugen müssen. Dunkelheit brauchen wir nicht. Zerbersten statt Unsichtbarkeit haben wir jetzt noch gar nicht angewandt. Ist aber sicher nicht so schlecht, das zu behalten. Der Witz ist halt, das letzte Mal, als ich diesen höllischen Tadel gezaubert habe, wurde er halt nicht mehr angegriffen. Ne? Es war so, die Gegner haben das anscheinend gesehen und sich gedacht, nö, dann hau ich halt jemand anders. Chill. Ich tu mir doch nicht die Finger verbrennen. So. Person bezaubern oder Hexenpfeil? Er hat halt nicht so viel Zauber zur Auswahl, also zur Verfügung. Er kann bloß zweimal zaubern. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt er jetzt einen dazu. Dann hat er drei Zauber. Ist halt jetzt auch nicht die Welt. Komm, wir machen mal Person bezaubern. Vielleicht können wir das ganz gut brauchen. Ah, hier könnte man, stimmt, wir könnten hier Machinovice Hexmeister, dann kriegt er noch einen Zauber dazu. Ja komm, das machen wir doch bei ihm. Das lohnt sich. Zaubertricks. Gift versprühen. Oh, die Magierhand ist sehr gut. Wenn die noch einer kann, wäre das gar nicht schlecht.
Das wäre doch auch nicht schlecht. 1d12 mit einem Zaubertrick. Freunde. Vielleicht machen wir das als Zaubertrick. So. Und hier machen wir den Hexenfall rein. Ich glaube, das ist besser, weil... Ja, genau. Und hier können wir noch, einen anderen auswählen. Gedanken wahrnehmen. Das ist auf jeden Fall auch interessant, oder? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Gibt es da einen Rettungswurf dazu? Nö. Geht halt nicht immer wahrscheinlich. Den nehme ich mal dazu. Vielleicht können wir den gleich auch nutzen. So. Wenn wir gleich mit den Druiden reden. Schauen wir mal. Warte. Ach genau, er hat hier einen Bonuszauber und die normalen Zauber. So, und sie. Ich denke, da kann man nicht so viel machen. Ja, es geht Talent. Juhu. Kämpfer halt. Zwei Waffenkämpfer, schwere Waffen. Kannst du einen weiteren Nachkampf als... Oh, das ist gut. Wenn du mit schweren Waffen in Übung bist und angreifst, habe Angriffswerte einen Abzug von minus 5, aber der Schaden schlecht ist. Ist das dann immer so oder kann ich das aktivieren und deaktivieren? Weil immer einen Abzug von minus 5 haben ist natürlich... Triffst du halt nichts. Ist dann egal, wie hoch dein Schaden ist, wenn du nicht triffst. Habe ich... Auf Meister, was war das? Okay, sie hat ja schon Übung mit... Hat sie Übung mit schweren? Sind das schwere Waffen sind Zweihandwaffen, oder? Will ich jetzt mal... tippen. Oh, Entschuldigung. Ist das okay? Ja. Das probiere ich mal aus. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir verskillen sie jetzt nicht total. Meisterschaft, ja. Bonusangriff. Ist das dann immer so? Also ich weiß, früher konnte man das nach Belieben an- und ausschalten. Ja, aber schauen wir mal. So, hier. Ah ja, schau. Sehr gut, man kann das. Kann das auch deaktivieren. Kann das auch deaktivieren? No? Kann das nicht deaktivieren. Also das konnte ich gerade deaktivieren, das. Okay.
Ah. Es reagiert irgendwie langsam. Da weiß ich aber auch nicht, warum das so ist. So, kurz speichern. So, wir probieren jetzt einfach mal hier aus. Und labern ihn an, ne? Gespannt, was passiert. Mit unserem Gedanken. Nicht genug Zauberkünste. Hä? Ich hab doch... Hey. Rast im Lager und deine... Okay, vielleicht... Dann machen wir das hier. Und dann reden wir ihn an. Und schauen mal, ob wir ihn überzeugen können, dass er uns diese Würmer aus dem Kopf holt. Bah, Freunde! Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Entschuldigung, ich hatte gerade mein Mikro aus, weil ich was getrunken habe. So, jetzt können wir uns das mal anschauen. Hihihihi. Ihr seid Halsin, Meister Halsin aus der Smaragdhain. Ja, wer soll er denn sonst sein? Ich habe gehört, ihr seid ein unvergleichbarer Heiler. Gleich zur Sache kommen. Er ist in Gefahr. Wir sollten vielleicht, das hier machen, oder? Wir wollen gleich mal zur Sache kommen. Indeed. Not the most opportune moment, but given the lengths you went to, I assume there's some urgency. Come on then, what's the problem? Unless you'd rather wait for an audience of goblins. Ehrlich gesagt habe ich ihn mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, er ist so ein älterer, vielleicht ein bisschen gebrechlicher Typ, ne? Ich bin mit einer Gedankenschwindelarve infiziert. Ich muss sie loswerden. Das probieren wir. Ich bin gespannt, ob er uns helfen kann. I see. It's spreading then. You suffer from the very same blight I came here to investigate. I thought all the afflicted worked together. Clearly I was wrong. No visible signs of seramorphosis. Just like the others. The good news is, you have time. The bad news, I don't know how much. I will do my best to help you, but before that, there's work to do. Blood to spill. Was meint ihr? I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Na, ich denke, er wird uns so oder so nicht helfen, egal was wir jetzt sagen. Das heißt, wir sollten uns erstmal gut mit ihm stellen. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Sollen wir ihn mitnehmen? Aber die Gefahr ist natürlich, dass er dann während dem Kampf drauf geht und wir haben wieder nichts gewonnen. Außerdem soll er ja noch im Hain für Ordnung sorgen eigentlich. Dass die nicht sich
verpissen und die Flüchtlinge auf der Straße sitzen lassen, ne? Andererseits wäre es natürlich nicht schlecht, den dabei zu haben, wenn wir denn überhaupt den mitnehmen können. Das ist jetzt die Frage. Ich denke eher nicht, dass wir ihn mitnehmen können, außer wir tauschen ihn höchstens aus gegen irgendeinen anderen Begleiter. Was machen wir? So, schauen, ob er mitkommt oder... Das hier ist natürlich Quatsch. Also Nummer 3 ist irgendwie... wir sind ja sowieso an ihn gebunden sozusagen. Dass er uns noch heilt, deswegen... Ja, ich würde sagen... Wir machen mal 2, oder? Wir schicken ihn zurück. There is no safety. Not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Okay, wir müssen ihn also beschützen während der ganzen Zeit. Also gut, wartet hier, bis es vorüber ist. Das würde wohl auch nicht machen. Dann nehmen wir ihn mit. Dann soll er halt mitkommen. Ah, der wird sterben. Ich sehe es jetzt schon. Ich schau mal, ob ich ihn hier lassen kann. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Oder kann ich ihn jetzt nochmal anquatschen und sagen, the ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. Ah ja, ich könnte ihn doch noch mitnehmen. Vielleicht nehme ich ihn doch lieber mit, weil ich habe ein bisschen Angst, dass er, wenn ich ihn hier alleine lasse, dass er dann erst recht stirbt. Also ist beides so, entweder ich lasse ihn hier alleine und wenn ich zurückkomme, ist er tot. Oder ich nehme ihn mit und er stirbt im Kampf. Das ist so meine Befürchtung gerade. Aber so oder so müssen wir, glaube ich, erstmal eine Rast einlegen. Und danach können wir... uns darüber nochmal Gedanken machen. Ich kehre mal zurück zum Lager kurz. Wir lassen ihn jetzt einfach mal da stehen in Acht. Das macht ja nichts. The twilight is darker than expected. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Das Unwohlsein wegzwinkern. Das passt doch zu dem Zwerg. Das ist genau das, was Zwerge machen. Fleischwunde, ach egal, die zwinker ich einfach weg. The world swims as you close, then reopen your eyes. How long have you been standing here? A moment? A night? A 10 day? Chukil geik vlaketh mazathok! Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine.
you sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Können wir uns jetzt echt umbringen lassen? Oder... Also ich denke, wir können sie wirklich... Wir können wirklich gegen sie kämpfen. Ist nur die Frage, wer würde gewinnen? Ich probiere es mal mit Heilkunde. Weil eigentlich will ich mich noch nicht töten lassen. Das hier will ich erst recht nicht einsetzen, jetzt in unserem Zustand. Ich probiere es mal mit Heilkunde. Es ist nur ein Fieber, ihr müsst ausruhen. Ah ja, könnte man schaffen. Bah, I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Hui, na die ist ja gut drauf. Okay, wir hauen uns aufs Ohr. Ah, Gesprächsbedarf. Okay. Sie schon wieder. Feels like we packed 3 days into one today. I'm exhausted. Ja, wir fühlen uns wahrscheinlich alle so, oder? Wie ihr meint, mir geht es gut. So. Arschloch-Move. Ja, dir geht's schlecht, aber mir geht's gut. Ich sehe da kein Problem. Ja, nehmen wir doch einfach Nummer 3, würde ich sagen. Das passt so. Am ehesten noch, vielleicht. Wir wissen ja, was es ist. Also es ist doch etwas anderes, ja. Wobei das vielleicht auch so ein. Muss man sie jetzt über sie ablästern? Eigentlich nicht, ne? Weil wir wissen, in welcher Situation wir alle sind. Ich würde mal 3 sagen. Could be the tadpoles doing. Or not. We'll just have to wait and see. Let's just get some rest. Okay, ihre Finger tun auch weh, so wie es aussieht. Obwohl es eher so aussieht, als ob sie eine Nuss knackt. Hat nur nichts in der Hand. Macht der auch irgendwelche Bewegungen und so? Nee, er steht ganz normal rum. Sie hat sich gleich mal einen Bierkrug geschnappt. Ja, das ist nicht schlecht. Das beruhigt sie vielleicht etwas. So, wir hauen jetzt hin.
chosen. Let me come to you. I can help you. Ich kenne eure Stimme, ich habe sie an Bord des Nautiloiden gehört. Echt? Habe ich? Habe ich das? Okay. Kommt her, kommt zu mir. Sollte man hier irgendwas sehen? Ich weiß nicht. Verschwindet, ich habe schon genug in meinem Kopf. Also es klingt ja netter zumindest als der komische Teufel, ne? Der kam etwas schleimig rüber und das klingt jetzt eher so nett. Vielleicht... Ich mach mal eins. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann. I've been searching for you. You're always so far away. Ja, okay, dann komm doch mal her. Komm mal her, du. You frown in your sleep. There must be so much on your mind. Her fingers are warm against your cheek, softer than expected. You think that you're sick, that you're dying. Are you afraid? Ja, cool, ich habe schon damit gerechnet, dass wir das irgendwann haben. Ich habe ja am Anfang, kann man ja bei der Charakterstellung auswählen, von wem man träumt. Und da quasi nochmal so einen Charakter erstellen. Nur halt ohne Werte und so. Und ja, da seht ihr jetzt, wovon unser Zwerg träumt. So. Wer seid ihr? Was seid ihr? Was sonst blutet ihr? Ich befürchte eher, dass es die Larve, die uns jetzt irgendwelche Illusionen in den Kopf setzt. Ich denke, das ist eine gute Frage oder das letzte. Ich fürchte nicht so. Aber Nummer 1 ist, glaube ich, ganz gut. Wer seid ihr? Was seid ihr? You know. I think in your heart you know. We wouldn't be here like this if it weren't destiny. Come now. I'll make you feel better. Let yourself go. Lean back. Ja, entspann dich mal mit so einem Kettenhemd. Ich weiß nicht, ist sie jetzt... Das klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, ne? Ich glaube eher... Puh, ist sie jetzt böse? Soll man jetzt vertrauen? Ich glaube eher, das ist der Gedankenschinder, der uns irgendwie manipulieren will. Schweigen. Wir sind ein misstrauischer... Ja, eigentlich sind wir nicht misstrauischer. Ja. Wir sind ein misstrauischer Zwerg. Ich trau ihr nicht. Ich trau ihr einfach nicht. Das ist zu gruselig. Unser Zustand verschlechtert sich und gleichzeitig kommt dann so ein Traum. Das ist... ein zu großer Zufall, glaube ich. Ich setze meine Hoffnung eher in den Druiden.
Als in irgendwelche Träume. Ja, wir schicken sie mal wieder weg. Why are you fighting me? I'm here to help you. The urge for violence lingers. You could push her again. You could cause so much pain. Well, if you want to wait, I'll wait. But I do have a parting gift. Deine Eliten. Dafür hat sie neue Macht verliehen. Ja, ich dachte es mir doch. Das ist so eine. Die manifestiert sich quasi in unserem Geist in dieser Gestalt. Okay, neue Macht. Oh, hier. Ehrlich gesagt will ich das gar nicht so oft benutzen. Aber das kann man weg kurz. Da kannst du einen Zauber aufmachen. Ah, das haben jetzt alle gekriegt. Ne, ist ja was anderes. Ziehe eine Kreatur Objekt zu dir hin. Oh, das könnte interessant sein. Übernatürliche Anziehung. Konzentriere dich auf deine Verbindung. Um dich zu einer anderen infizierten Kreatur zu teleportieren. Oh, das ist doch krass, okay. Das ist anscheinend nach Klasse sortiert. Je nachdem, welche Klasse man hat, bekommt man eine andere Fähigkeit. Mal schauen, wie oft wir die benutzen. Ich würde statt Bane würde ich eigentlich eher brennende Hände. Brennende Hände? Sind die sowieso aktiv oder wie? Manchmal, also irgendwie bin ich irritiert, ne? Manchmal hat man so Sachen sowieso aktiv und manchmal nicht. Hier dunkelt sich das auch sowieso aktiv. Das muss man nicht vorbereiten. Fienfeuer auch. Das ist so komisch. Es wird auch nirgends angezeigt, wo man, wie viele Zauber man vorbereiten kann hier. Verursachen. Den bereite ich mal noch vor. Still braucht man nicht. Den Bane lasse ich auch mal weg hier. Dann mache ich mal Wasser erschaffen. Genau, okay. Wollte ich doch gerade hier noch. Ach ne, Wasser schaffen wir ja eher schon. Das ist Quatsch. Brauchen wir nicht doppelt. Schutz vor Gut und Böse. So,
Soll ich das eigentlich öfter? Hä? Ist irgendeine Waffe, die das... Nee, das würde ja da unten sein. Ja, ich habe das Gefühl, so manche Sachen sind noch so ein bisschen buggy. Hier machen wir einfach mal Beistand bei ihr. Oder machen wir bei ihr so und hier machen wir Beistand. Ich jetzt doof, wo ist denn? Der ist grad, hä? Da. Hab's nicht gesehen gerade. Okay, wir wissen eh nicht, worauf wir als nächstes stoßen, deswegen. Können wir es einfach mal so lassen. Das ziehe ich mal hier rein. Ja, zack, einfach mal hier hin. Die Traumaturgie. Oder Taumaturgie. Können wir hier oben noch als Zaubertrick so. Existenz. Tauschen wir hier mit dem Segen. Ja, gut. Können wir es nur so lassen. Ach, mächtiges Buch. Oh, jetzt können wir mit allen reden erstmal. I feel much better than I did yesterday. Amazing what a night's sleep can do, isn't it? Not even just that. I awoke with new, I don't know, powers. It was the same for you, wasn't it? The good health, the power. The dreams. I don't need to worm my way into your thoughts to know that. It's all over your face. Ja, wir brauchen das jetzt nicht abstreiten, oder? Wir wissen ja alle, was mit uns los ist. Ich hoffe mal, die anderen begeistern sich nicht zu sehr für die ganze Sache, weil irgendwie... Ist das ja nicht so ganz koscher? What were they like? Whoever came to you in the dream. Ja, erzähl mir was denn. Das ist privat? Ihr wart es. Ne, wir backen sie jetzt mal nicht an. Hier alles erzählen ist aber auch nicht so richtig. Ich würde sagen, das ist unsere Angelegenheit. Das ist privat. Let me guess. Someone very appealing came to you. Offered themselves to you. Am I getting warm? Don't worry. Exhale. I'm not going to judge your taste, but still, this is troubling. The last time I had a dream like this was in my pod on the Mind Flayer ship. Don't you think that's suspicious? Verdächtig ist noch milder ausformuliert.
Ich würde sagen, das Erste ist einfach das, was sich in der Situation jetzt anbietet, oder? Könnte natürlich dieser Teufel sein. Ich glaube, der würde anders vorgehen. Nee, das wird schon. Das ist der. Dieser Zufall mit dem, uns geht's schlechter, dann haben wir den Traum, dann haben wir neue Kräfte, das ist alles. Das hat nichts mit dem Teufel zu tun. Ich wüsste natürlich auch gerne, was sie in ihrem Traum gemacht hat. Was habt ihr im Traum gemacht? I rebuffed the advances, of course. What did you do? Dasselbe natürlich, ich ergebe mich doch keinem Traum. If you say so. If it happens again, try to resist. We can't take anything for granted. Especially when it's to do with what's going on up here. Hallo, ich hab. Die hat mir jetzt nicht geglaubt. Frechheit. Well, look at you. Fit as a fox and twice as eager. I feel it too. Not just renewed, but improved. New talents aching for release. Don't tell me. Someone came to you. An object of desire made you better, more than better. She spoke such sweet words. I could have never denied her. Okay, er hat ihr nicht widerstanden. Und sie seufzt noch ein bisschen rum. My blood is cleansed, my muscles still. I have been shown new might to tug foe and fiend into reach. Damn it all. Okay, romantische Gefühle hat sie überhaupt nicht. Also ich glaube, ich würde gerne den Baden mitnehmen. Oder wir müssen auf jeden Fall mit ihm reden. Yes, my friend. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists and of course your esteemed company. Was wisst ihr über Gedankenschinder? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Und ihre Parasiten? Wisst ihr etwas über sie? As a matter of fact, I do. But why do you? Ein Gedankenschinder hat eine Larve in mein Gehirn eingepflanzt. Das erzählen wir jetzt einfach jedem. Vielleicht. Ja, wir erzählen das einfach jedem. That's quite impossible. You'd have undergone seramorphosis by now. Könnte euer Unglaube doch nur die Tatsache ändern. If what you say were true. You'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Zweifel oder nicht, ihr solltet Abstand wahren. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ich schau mal, was passiert.
Ach, dafür ist diese Steinplatte. If I just peer in your eye, I can quickly. Oh, dear sweet God! Lass das Geschrei, könnt ihr helfen? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Echt? Der kann uns helfen? Also ich glaube dem ja kein Wort, ehrlich gesagt. My friend, how do you fare? Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high. Na, da bin ich ja gespannt, ob er uns noch irgendwie helfen kann. Wenn er nicht Ide, ja, ihr wisst schon, mit dem Teufel irgendwie im Bund ist. Obwohl er ja, also in seinem Tagebuch stand irgendwas von Elminster. Und dass er so ein mega mächtiger Zauberer war. So, was steht denn in unserem Tagebuch eigentlich? Entferne die Parasiten, finde ich rosa, letzte Nacht. Okay. Ach, ich dachte eigentlich, der Volo ist unser Bade, den wir jetzt mitnehmen können. Ist er aber leider nicht. Okay, alles klar. Wir gehen mal zurück. Ich hoffe, das funktioniert so jetzt noch. Ja. Dann speichern. Dann geht's los. Ich würde sagen, wir nehmen ihn lieber mit. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. So. Very well. My claws are yours. Als PR ist halt nicht ganz so stark, aber wir können ihn, glaube ich. Ach, wir können ihn direkt steuern. Das ist quasi so ein Begleiter von uns. Einmal pro Kampf. Okay, wir können uns nicht zurückverwandeln. Er ist auf jeden Fall, also er ist immer als Bär quasi unterwegs. Kann auch nicht wirklich zaubern und kann natürlich auch keinen Begleiter beschwören, weil er selber gerade ein Begleiter ist. Cool, okay. Ich dachte, der wäre so, der würde uns jetzt nur so hinterherlaufen. Jetzt müssen wir die Anführer finden. Das heißt, wir metzeln uns jetzt hier wild durch die Gegend. Das, ja, das kriegen wir gut hin. Hallo? Oh, eine Schatzkammer? Eindeutig, Schatzkammer. Apropos. Jetzt vergessen die Sachen abzulegen. Das machen wir jetzt mal schnell so. Alles mal eben loswerden hier.
Da ist nämlich sein Brief, verehrter Elminster. Über Goblins und Nahen. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das sind keine Questgegenstände oder sowas. Seelenmünze behalten wir mal. Den Kaffee würde ich gerne mal trinken irgendwann. Und die Köpfe und so müssen wir mal essen. Das wird langsam ein bisschen schadiger schwer. Den. Oh, warte, der ist. Der macht mehr Schaden als sein anderer Speer. Dann soll er den lieber benutzen. Kette des Bestienmeisters. Die sollte ich noch anziehen. Das kann man verschicken. Wir haben ein bisschen zu viel Essen dabei, fürchte ich. Könnte sein, dass wir das mal auflösen müssen. Lumpskrien Kriegshorn. Ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen können. Weinölflasche, bla 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 bla. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. Und wir essen möglichst bald, möglichst alles auf, damit wir hier nichts verschwenden. So, sie wollen wir noch ausrüsten. Mädchen. Wo haben wir's? Hier. Na? Tierfreundschaft. Verzauberungskram. Ah ja, hier. Vielleicht bringt uns das was im nächsten Kampf. Gegen einen Warg oder so. Heiltränkchen. Noch mehr Essen. Das verteilen wir gleich so. Ach ja, und er wollte noch den Speer kriegen. Speerchen, Speerchen. Ab. Sieht zwar viel gammeliger aus, macht aber halt was. Mir macht gleich viel Schaden. Habe ich mich vorhin verguckt? Okay, dann behält er den. Und der hier kann weg. Das Auge muss er natürlich behalten. Da hat er ein Auge drauf. Er kann quasi auf alles sein Auge werfen. Oder er kann Dinge ins Auge fassen. Okay. Ich höre ja schon wieder auf. Zoraxlin und Goblin Lara und die Drau müsste auch noch irgendwo sein. Dann schauen wir mal. Da draußen ist bestimmt schon ein Empfangskomitee zusammengekommen.